Seit dem 24. Februar steht die Welt in der Ukraine Kopf. Wladimir Putin greift das Land mit voller militärischer Härte an. Millionen Menschen flüchten vor dem Krieg. Zwei, die bleiben, um ihr Land zu verteidigen, sind Vitali und Wladimir Klitschko. Vitali ist der Bürgermeister der umkämpften Hauptstadt Kiew. Gemeinsam mit seinem Bruder ist er bereit, sich dem Kampf seines Lebens zu stellen. Als Boxprofis haben beide schon viele Schläge einstecken müssen. Doch das, was sie nun täglich in ihrer Heimat sehen müssen, schmerzt härter. Es ist unvorstellbar, sagt Wladimir gegenüber der amerikanischen Zeitschrift People. Es liegen Leichen auf dem Boden, die niemand aufhebt. Es sind zu viele Tote. Die letzten Wochen sind nicht spurlos an den berühmten Brüdern vorbeigegangen. Dunkle Augenränder, eingefallene Wangen, ungläubiger Blick. Beim Besuch eines von russischen Raketen getroffenen Gebäudes ist das Ausmaß der Katastrophe, die sich derzeit in der Ukraine abspielt, in den Gesichtern der ehemaligen Profisportler zu sehen. Bilder, die um die Welt gehen und die vielen, die Tränen in die Augen treiben.